Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu Aquabyss, dem neuen Spiel von Aged Code für den Amiga. Wir spielen die Kampagne und nach einem kurzen Ladebildschirm geht's auch dann gleich weiter. Viel Spaß. Ja, zurück in London. Wir haben beim letzten Mal uns ein neues Schiff gegönnt. Und zwar die Medusa. Können Sie uns hier nochmal kurz anschauen? Und zwar sieht das hier folgendermaßen aus. Wir haben die Medusa mit einem Rumpf Epipel 2 und können also bis 310 Meter jetzt runtergehen. Wir haben uns auch einen neuen Motor gegönnt, Classic 2, 1150 PS und der macht jetzt 15,2 Knoten. Das heißt, wir sind auch ganz gut gerüstet für die Verträge. Wir haben eine Cargolast 8 von 8 schon, das heißt, wir können bis 40 Einheiten jetzt transportieren. Und wir haben noch die Möglichkeit, unseren Motor zu tunen. Das werde ich eventuell noch machen, mal sehen. Die nächste Sache wäre jetzt eben, dass wir uns mal in der Bar durchfragen bei den Gästen, wie es hier aussieht für Informationen über unseren Auftrag, den wir haben von der Christina in Paris. Dazu werde ich jetzt hier mal kurz Zeit vorlaufen lassen, weil wir brauchen hier noch andere Gäste. Der Lancelot ist hier, okay. Er arbeitet am Shipyard. Man sieht es hier, man wird dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir ja die Medusa haben und da ist also Old Danzig zuständig. Hat er etwas anzubieten? Nein. Er kommt aus dieser Stadt. Gut. Hier ist ein Polizist. Okay. Vielleicht kann ich ihm hier mal was anbieten. Mag aber anscheinend nichts. Vielleicht können wir mal mit einem Geschenk. Vielleicht ein Tentakel. Den möchte er nicht haben. Na gut, ja, dann gehe ich erst nochmal weiter. Aber wenn da in Klammern stand Polizist, vielleicht ist der ja irgendwie hier für irgendwas zuständig, das uns weiterhilft. Wir haben hier noch jemanden. Den George. Ja, den haben wir jetzt hier kennengelernt. Das ist der Harbormaster. Okay. Er hat hier Stahl am Start. Nach Hamburg. Das können wir machen. Und Natascha ist am Start. Die arbeitet bei den Docks. Anbieten hier vielleicht. Tee. Möchte aber jetzt nichts. Limonade. Naja, Limonade. Sie hat vielleicht was, aber erst ab Level 4. Na gut, dann sind wir hier raus. Die Imogen. Ja. Gut, also jetzt haben wir hier eigentlich nicht viel erfahren. Außer, dass wir ihm hier vielleicht
was anbieten können. Ein Geschenk. Die Medaille will ich jetzt eigentlich nicht anbieten. Oder soll ich die vielleicht anbieten? Die möchte er eh nicht haben. Okay. Noch im Angebot hier Schokolade. Möchte nicht. Süßigkeiten. Möchte auch nicht. Blumen? Naja. Das wohl eher nicht. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch. Blumen nicht, Schokolade nicht, Süßigkeiten. Das Tentakel wollte er nicht, die Medaille wollte er nicht. Okay. Das ist ja schade. Ja, mal zur Polizei. Hier sind wahrscheinlich jetzt auch keine Optionen. Nee. Okay. Ja, dann gibt's hier erstmal gar keine Information, die uns weiterhilft. Dann werden wir erstmal hier noch eine Fahrt wieder machen. Wir können Holz und Kohle. Jetzt 12. Nach Old Danzig mal fahren. Damit haben wir dann 32 und wir haben ja auch noch die Maschinen, also sind wir schon bei 36, das heißt, ja, da geht dann erstmal nichts. Wir haben aber noch, was hatten wir noch? Stahl. Zwei Maschinen, ja. Ein 5 Tonnen Stahl nach Hamburg. Die kann ich jetzt gerade auch gar nicht beliefern. Na gut, dann ich mal, was könnte ich denn von hier aus mitnehmen? Old Danzig. Hier anscheinend Obst, das nicht vorhanden ist. Fleisch ist nicht vorhanden. Ja. Ja, Salz hat er ja. Das wissen wir ja. Okay. Ja, dann nehme ich eben Salz mit. Gut, dann geht's hier mal nach Old Danzig rüber. Vielleicht ist ja hier auch nochmal ein Gesprächspartner. Die Anna war ja auch hier am Start. Dann verkaufen wir das Salz und schauen hier mal kurz in die Bar. Da sind einige Leute am Start.
Er ist ja für unser Schiff zuständig. Die Daria. 3 Tonnen Gas. Brauche ich jetzt nicht. Asia. Sie braucht Level 4, damit sie was für uns macht. Magda. Würze. Okay, die werden wir jetzt hier nicht bekommen. Die Martha. Okay. Agatha. Die wollte Old York Bourbon. Ja. Den haben wir natürlich noch nicht. Gut, das heißt, hier sind wir eigentlich raus und müssen unser Schiff beladen. Holz hatten wir, okay. Was war noch? Kohle. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was viel Geld bringt. Vielleicht können wir hier nochmal was mitnehmen. Kräuter. Und dann geht's zurück nach London. Okay. Ja, 24 Stunden. Ja. Könnte ich auch in Paris oder woanders verkaufen. Würde mir vielleicht mehr bringen. Verkaufen wir hier mal das Holz. Und wir verkaufen Kohle. Okay. So. Das heißt, wir haben jetzt keine Aufträge mehr. Es war ja noch die Rede von Stahl, die wir hier beliefern sollen. Er hat aber keinen Stahl. Das heißt, die Maschine in Hamburg und 2 Maschinen in Paris ist eigentlich dann das Ziel. Ja, er ist wahrscheinlich hier unser Mann, der uns vielleicht weiterhilft. Aber da brauchen wir irgendein Geschenk anscheinend. Na gut. Direkte Fahrt nach Hamburg oder so haben wir hier auch nicht. Ich jetzt dann auch nicht. Das heißt, wir werden mal von London einfach hier Salz mitnehmen und dann fahre ich rüber nach Hamburg. Da verkaufen wir dann mal ein bisschen
die Kräuter noch und die Maschine und dann nach Paris. Vielleicht mal ins Büro von der Agnes gehen. Vielleicht hat die noch Informationen für uns. Ja. Gut. So ein Stahl, ja, die habe ich leider noch nicht. Hier ist noch ein Gast. Ja, der möchte auch anscheinend Geschenke haben. Bin, was hast du anzubieten? 2 Tonnen Möbel. Ja, das kann man natürlich machen. Ansonsten ist ja jetzt auch erstmal nichts los. Da haben wir schon einen Auftrag. Okay, 2 Tonnen nach Paris, Möbel nach Danzig, Stahl nach Hamburg. Mal schauen, ob er hier zufällig Möbel hat. Nein, hat er nicht. Dann werden wir mal schauen, ob wir hier einen Vertrag nach Paris annehmen können. Ja, 16 Fleisch, die werden wir uns mal einladen. Salz hatte ich ja dabei. Na, ich möchte keins kaufen, ich möchte verkaufen. Okay. Fleisch einladen, 16 Stück. Können wir eigentlich voll machen. Fleisch können wir ja auch in Paris ganz gut verkaufen. Und dann geht's los. So, ja, vielleicht muss ich jetzt irgendwie nochmal mit jemandem reden. Ist leider ein bisschen unklar, wie es jetzt hier eigentlich weitergehen soll. Verkaufen und dann mal schauen, dass wir die Maschinen da loswerden. Wir hatten ja auch noch, genau, wir hatten ja noch Kräuter, die können wir auch noch verkaufen. Hier in Paris ist der Kurs eigentlich immer ziemlich gut. So, hier mal Maschinen. Okay. Ja, hier sind wieder unsere üblichen Verdächtigen. Die Veronique hat nichts anzubieten. Aber ich biete dir einen Tee an. Oh, tja. Hat was anzubieten. Naja, das war der mit Arzneien.
Hier können wir noch mal ein bisschen lästig sein vielleicht. Vielleicht auch mal hier mit einem Geschenk probieren, die Tentakel. Aber die möchte er nicht. Leder. Ein Leder. Er hat nichts anzubieten. Aber da können wir natürlich was machen. Titus, das war, ja, der Polizist. Er ist aber noch neutral. Der René, ja. Gut, das heißt, hier kommen wir auch erstmal nicht weiter. Da müssen wir auf die Christina nochmal warten. Haben jetzt gerade keine Aufträge. Schauen wir noch mal, was müssen wir dann? Stahl und Möbel und Leder. Mal schauen, ob hier irgendwas von vorhanden ist. Da haben wir eine Maschine noch. Die werde ich sogar noch mal kaufen. Stahl hat er nicht. Möbel. Das waren zwei. Nach Old Danzig. Leder. Hamburg. Okay. Ja, dann würde ich nämlich sagen, ich warte hier mal, bis der nächste Tag angelaufen ist. Ja. Dann gehe ich mal zu Agnes. Gibt's was Neues? Gibt's nicht. Na gut. Dann in die Bar. Zur Christina nochmal. Ja, ich habe sie noch nicht gefunden. Jetzt aber auch keine neuen Informationen. Michelle. Sie ja selber eigentlich hier. Er hat nichts anzubieten. Na gut. Ja, dann kommen wir jetzt hier erstmal nicht weiter. London, da können wir das Obst eigentlich ja direkt kaufen, oder? Ich meine, soll ja hier dann direkt ablieferbar sein. Ja. Das denn abliefern. Wer möchte Obst haben? Hier anscheinend mal keiner. Keiner. Also, das ist noch unklar, wohin das Obst anscheinend gehen soll.
Dann schauen wir gerade nochmal, ob er jetzt Stahl hat. Nee, Stahl hat er keinen. Das heißt, ich müsste eigentlich nach London, um noch Stahl zu besorgen. Das heißt, ich könnte hier Zucker nach London fahren und Obst. Was haben wir dann an Ladekapazitäten hier? Ja. Also 10 nach London. Hier hätte ich auch noch was. 29 hätte ich dann. Ja, sollte sich also ausgehen. Tücher. Gut, also einladen. Und dann geht's ab nach London. Ich hoffe ja darauf, dass in London mal jetzt was passiert. Eine Information wäre jetzt gar nicht schlecht, dass man einen Anhaltspunkt hätte. Tendenziell ist es eben dieser eine Typ da, der anscheinend ein Geschenk haben will, aber wir haben noch nichts für ihn. Na gut. Ja, verkaufen. Zucker. Obst. 110. Wir verkaufen Bücher. Da haben wir dann 9, also unsere 3 Aufträge erledigt. Möbel, Stahl brauchen wir auch noch. Ja. Hoffe ich doch, dass ich dann irgendwann jetzt mal hier in London Stahl bekomme. Ja, geht's nochmal hier. Eine Tonne Obst. Aha, okay. Da stimmt anscheinend der Name nicht, weil London und Paris hier irgendwie verwechselt wurde. Ja, das ist richtig. Das heißt, das haben wir hier abgegeben. Okay. Da will anscheinend auch jemand ein Geschenk haben. So, auch nicht weiter. Da brauchen wir Level 4, der Anthony. Mir von London. Ja. Da hat er nichts anzubieten. Drei Tonnen Maschinen nach Stockholm. Das können wir natürlich machen. Ich glaube, wir haben ja sogar noch 2 dabei. Ja, und du bist wieder jemand, mit dem ich gerne
ins Gespräch kommen würde. Aber sie möchte ein Geschenk haben. So, dann schauen wir mal. Blumen. Nein. Gerade. Nein. Süßigkeiten. Nein. Tentakel. Nein. Die Medaille. Ah, dann haben wir sie ja gefunden. Was ist das? Das ist das Medaillon meiner Mutter. Woher hast du es? Ja, deine Mutter hat es uns gegeben. Ich meine für meinen Gefährten und mich, aber im Moment ist er nicht bei mir. Deine Mutter hat es... Ja, warum sollte sie dir ein Medaillon geben? Weil sie dich vermisst und sagt, dass es ihr sehr leid tut. Yvette bricht in Tränen aus. Du weißt nicht, was du tun sollst, also wartest du einfach, bis sie sich wieder beruhigt hat. Dann antwortet sie, bitte sag meiner Mutter, dass ich sie auch sehr vermisse und dass ich sie so bald wie möglich besuchen werde. Ich danke dir für diese wertvolle Information. Die Einstellung dieser Person zu dir ist um 34 Rufpunkte gestiegen und sie ist now friendly to you. Warum ist dieses Medaillon für dich so bedeutsam? Als ich klein war, kaufte ich es von meinem Händler für meine gesamten Ersparnisse und verschenkte es meiner Mutter. Damit wollte ich ihr sagen, dass ich sie immer lieben würde, egal was passiert. Deine Erfahrung ist nun um 5 Punkte gestiegen. Ja, wir haben die Yvette gefunden, würde ich sagen. Das heißt, eine Aufgabe ist mal erledigt. Ja, und wie die Geschichte dann jetzt weitergeht, würde ich sagen, das sehen wir beim nächsten Mal, wenn es dann nach Paris wieder geht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr bleibt natürlich weiterhin dran. Wer Lust und Laune hat, darf mich natürlich gern auch unterstützen mit einem Abo für den Kanal. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.